Wer hat's geglotzt? Ich muss sagen, ich hab's nicht komplett geguckt. Ja? Ich hab Ich hab Gunther Sheamus komplett geguckt. Ich habe Rollins Riddle komplett geguckt. Ich habe Reigns McIntyre komplett geguckt. Und ich habe die Hälfte gesehen von Mysterio Edge gegen Bella und so. Stimmung war eine 10 von 10, ohne Spaß. Stimmung war wieder richtig geil. Also das war wieder so rein von der Stimmung her, hat das Potenzial, wenn du einen Kumpel hast, der mit WWE nichts anfangen kann, du musst dem was zeigen, rein von der Stimmung her, dann kannst du ihm das zeigen. So eine Stimmung war das gestern, aber normal. Cardiff, was war das da? Wales, England oder was weiß ich nicht was? Eigentlich immer Stimmung wie im Fußballstadion. Das war echt gut. Veranstaltung an sich, also Gunther gegen Sheamus, muss ich sagen, Bruder, richtig intensives Match. Und auch das ist ein Match, was du einem Kumpel zeigen kannst, der mit Wrestling nichts anfangen kann und der sich fragt, warum guckst du das? Das ist doch alles nur Fake und bla bla bla. Dann zeig ihm einfach nur die Brust von Sheamus nach dem Match. Einfach nur die Brust von Sheamus nach dem Match. Der ist ja sowieso schon so eine Kalkleiste. Aber Junge, Alter. Das war richtig, richtig intensiv, das Match. Sehr, sehr intensiv. War geil. Ohne Spaß. War echt gut. Was ich überhaupt nicht feier, was ich gar nicht feier, ist die Powerbomb von Gunther, ne? Die sieht jedes Mal verbotscht aus. Jedes Mal. Ich hoffe, der sucht sich da was anderes, ne? Weil der will das so in einem Guss durch, aber die fallen immer auf den Arsch. Immer. Und bei Sheamus war das gestern richtig extrem. Die Powerbombs gefallen mir überhaupt nicht von Gunther. Und das war nicht nur gegen Sheamus so in dem Match. Das ist bei dem Gefühl immer so. Und ich glaube, das liegt einfach an der Ausführung an sich. Ich finde, die sieht nie gut aus. Die wirkt immer so ein bisschen gebotscht. Aber ansonsten, stabiles Match. Sehr, sehr stabil. Also hat mich auf jeden Fall unterhalten. Auch gerade der Start von dem Match. Wenn die anderen sich da am Ballern waren und die standen sich einfach nur gegenüber. Nochmal das aufgreifen, was in der Show war oder in der letzten Show. Und dann quasi mit dem Gong, dass es dann losging. War ein sehr, sehr sauberes Ding. Ich habe gedacht, Sheamus hat den Steiß gebaut nach der ersten. Ja, genau so sah das aus. Ja, Rollins Riddle brauche ich nichts zu erzählen, oder? Dass das Ding funktioniert. Auch sehr, sehr stark am Ende nochmal dieser Spot, dieses letzte Aufbauen, wo er nochmal auf Familie und Kinder geht im Ring, was du auch hörst, war schon sehr, sehr stark. Also hat mich auch super unterhalten. Generell Rollins ist für mich einfach eine Unterhaltungsmaschine, ist so genial in sich immer wieder neu erfinden und weiß ich nie was. Das war schon echt gut. Hab aber gedacht, dass Riddle gewinnt. Ich tatsächlich nicht, weil irgendwann fängst du dann auch an, Rollins so ein bisschen nicht zu beerdigen, aber der brauchte langsam mal wieder einen Sieg. Und ich glaube, das war der erste nach 400 Tagen, 300 Tagen clean. Aber wo willst du mit Rollins hin? Rollins kannst du gegen alles und jeden stellen. Einfach zu überlegen, wie Dom Cerrone sagt, Eddie ist mein Vater und dann eine Story mit Rhea macht, wie Eddie mit... Könnte man auch, ja. Ich habe aber auch gehört, dass Dominik wohl zu NXT runter soll, jetzt alleine. Ist da was dran? Weil der muss sich halt trennen. Der muss jetzt langsam mal alleine was machen. Ansonsten wird er immer der Sohn von Rey Mysterio bleiben, so weißt du. Überzeugt bin ich von dem auch noch nicht, aber darf gerne alleine irgendwo hin, Tickethalter irgendwo oder so. Dafür ist NXT ja da. Ja, deswegen ja. Also, ich würde den runterlassen. Einfach, dass er sich alleine ein bisschen aufbauen kann. Weil in den Main-Shows sehe ich den tatsächlich noch nicht. Der ist nicht schlecht, um Gottes Willen. Aber manches sieht immer noch so ein bisschen... Dem fehlt, finde ich, so immer noch diese Attitude. Ey, aber echt? Was? Monsieur Junior trainiert schon ein paar Jährchen. Dafür ist das viel zu wenig. Ja, ist, glaube ich, auch nicht schwer, wenn alle erwarten, dass du das Moveset 1:1 von dem Vater übernimmst. Da ist auch nochmal eine andere Körperstatur. Ich meine, andere kriegen das auch hin, klar. Aber ich weiß, was du meinst, ja. Bei mir ist eher das Main-Problem bei ihm die Ausstrahlung. Die ist für mich noch nicht so da bei ihm. Ja, Maximus, du sagst es. Der muss einen Charakter aufbauen, einen eigenen Charakter. Aktuell ist er Ray's Sohn und so und das war's. Ne?
zum Friseur da. Die Frisur war, glaube ich, so ein bisschen auf Eddie angelehnt, oder? Weil Eddie Guerrero bei der WCW damals hatte eine ähnliche Frisur, nur halt viel länger hinten. Potenzial ist schon da, klar. Liegt ja auch irgendwo in den Genen oder in der Familie, ne? Eddie sah aber nicht so aus wie ein Milchbubi. Boah, ja, nee, wegen dem Schnäuzer halt. Aber bei der WCW war Eddie ein absoluter Lauch. Also wer da was anderes erzählt, Eddie war ein absoluter Lauch. Ja, die anderen Matches kannst du alles so machen. Fand die jetzt alle nicht schlimm. So, auch Liv Morgan, das Ding, kannst du absolut so bringen. Main Event. Roman Reigns gegen Drew McIntyre. Ey. Ich muss sagen, das Match hat mir gefallen. Obwohl Roman Reigns da drin war. Das Match hat mir gefallen. Ich habe einmal gedacht, es reicht für Drew. Einmal habe ich tatsächlich gedacht, okay, das war's. Und dann war es nicht, weil der kleine Bruder von den Usos am Ring war. Ey, auch das, genau so musst du Leute nach oben holen. Weil jetzt ist der da, der bewegt sich, der sieht 1:1 so aus wie die Usos. Es ist so krank, von der Bewegung her, auch unter der Kapuze, Mimik, Gestik, es ist alles identisch. Mein Problem, was ich bei dieser Sache habe, und dafür kann Triple H am Ende nichts, aber das muss viel eher passieren. Das muss aus meiner Sicht viel eher passieren, weil wir jetzt erneut Roman Reigns mit der Titelverteidigung haben und das Ding geht weiter wie Kaugummi. Das muss eher passieren. Aber da kann Triple H halt nichts für. Dann hättest du dir dieses Sami Zayn-Ding absolut sparen können, weil du deinen dritten Mann die ganze Zeit, das war nur eine Frage der Zeit, ja. Der war ja auch bei NXT schon die ganze Zeit am Start und da auch wirklich gut. Aber das muss eher passieren. Und was danach passiert, dafür habe ich dann absolut gar keine Worte, ne? Bruder, dann stehen die da im Ring, auf einmal fangen die da an rumzusingen und... Hä? Ich fand's so unangenehm. Die Crowd war doch von der Stimmung her sowieso schon da. Und dann so auf Krampf die da hintreten, ey, sing doch mal genau diesen Song jetzt mit uns und hey und... Für Leute vor Ort vielleicht ein bisschen cool, für mich hat er da dann zu sehr an Hausshow-Charakter bekommen. Also das war so typisch Hausshow, wo du nicht wirklich auf Krampf Stories mitnimmst, sondern einfach nur den Moment da kurz, diese Show, die Leute ein bisschen eine coole Show, alle kicken so ein bisschen aus ihrem Charakter raus. Also den Anschein hat mir das war, weiß ich nicht. Ich brauche keinen Drew McIntyre, der da rumsingt. Also wirklich nicht. Wollten einen Moment kreieren, ja, aber dann macht die Kameras aus und dann lasst das für die Leute da vor Ort. Aber das war, also weiß ich nicht. Das kam mir zu sehr auf Krampf da, weißt du? Ich habe die ganze Zeit gehofft, dass noch irgendwas passiert. Licht aus, keine Ahnung was. Der Moment war dann, wie gesagt, mit dem Bruder da oder Cousin da, Cousin von Reigns. Kann man machen. Kann man safe machen, aber für mich muss das eher passieren eigentlich. Das muss eigentlich viel, viel eher passieren, aber da kann Triple H nichts für. Das sieht da alles auf einem guten Weg aus. Man muss ja auch fairerweise sagen, der muss jetzt sehr, sehr schnell Fäden beenden, die er gar nicht haben will oder die einfach Schwachsinn sind. Die müssen schnell sinnig trotzdem irgendwo beendet werden, dass er neuen Stuff machen kann. Oder einfach selber wirklich anfangen, mit was zu machen. Mit Gunther zum Beispiel Imperium aufbauen. Gutes Dingen, war auch guter Zeitpunkt dafür, den dritten Mann da reinzuholen. Mit Fabian Eichner hieß er früher, jetzt hat er so einen italienischen Namen bekommen. Aber das war perfekt gegen die Gruppierung von Sheamus so. Das hat gepasst. Ja, Vinci, Giovanni Vinci oder was, wie der da heißt, weiß ich nicht. Der hieß früher Fabian Eichner. Meine ich auch, dass der unter dem Namen auch gewrestelt hat sogar. Also für mich bisher bei der WWE das Interessanteste, liegt aber auch daran, dass ich ein Dexter Loomis-Fanboy bin, ist Dexter Loomis. Die Story darum. Weil ich glaube, ich weiß es nicht. Du kannst den alleine lassen, weil ich glaube nicht, dass er alleine ist. Wright Family glaube ich nicht mehr dran. Ich glaube auch nicht an einen Fiend-Rückkehr. Glaube ich auch nicht dran. Weil Bray ist damals gegangen und hat gesagt, auch auf Social Media, er hat einen neuen Charakter. Er ist jemand Neues. Und Loomis hat Miss mitgenommen. Miss war dann wieder da und wollte nicht darüber reden, was passiert ist. Er wollte darüber nicht reden. Es kam die ganze Zeit so vor, als hätte er einen Geist gesehen. Also so hat das auf mich gewirkt.
mich würde es wirklich nicht wundern, wenn Loomis am Ende mit Bray was macht. Ja, Windham. Mich würde es nicht wundern, wenn... Weil Loomis ist gefundenes Fressen für einen Bray Wyatt. Weil Bray ist, ich sag jetzt nicht unschlagbar am Mikro, aber der spielt in einer eigenen Liga, was Gestik, Mimik, Mike-Kombi, Atmosphäre angeht. Da spielt Bray einfach in einer eigenen Liga. Dem kaufst du ab, dass der absolut Matsche im Schädel ist. Und den in Kombi zu setzen mit einem Loomis, der keinen Ton sagt, bei dem reicht einfach, dass er sich mit deinen beiden Glubschaugen, dass der dich damit anglotzt. Dieses Ass in Kombi mit Bray Wyatt wäre absolut Gold. Strowman soll ja bei Raw heute da sein anscheinend. Ich glaube, Strowman wäre wohl, wenn er da für Reigns und Kieran Cross wird, auf McIntyre gehen. Das ist meine Vermutung. Selbst von Kieran Cross. Mir hat der mit Glatze besser gefallen irgendwie. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Loomis ist auch einer der wenigen, der seinen TNA-Charakter hat in WWE. Den hat er aber schon immer gehabt, ne? Den hat er bei NXT auch gehabt. Wright triggert aber auch schon wieder so unfassbar auf Twitter. Was hat denn der geschrieben da? Der Blick kommt bei Loomis irgendwie gefährlicher als bei dir. Ja, kann eventuell sein, dass der dreimal so breit ist wie ich, noch einen Schnörres hat und wasserstoffblonde Haare. Maybe. Also wie gesagt, ich könnte es mir vorstellen, ist viel reininterpretiert, aber Loomis und Wyatt würden für mich perfekt passen. Nicht mit dem Fiend-Charakter, sondern einfach mit was anderem von Bray Wyatt. Der ist da aus meiner Sicht kreativ genug für. Und ich bleibe dabei. Ist einfach ein Call von mir, auch wenn der dumm ist am Ende, ist mir scheißegal. Wunschdenken, nennt es wie ihr wollt. Loomis hat Miss mitgenommen und Miss hat Wyatt wieder gesehen. In welchem Charakter auch immer. Der dachte, der wäre weg. Und hat der nicht sogar eine Fehde mit Fiend gehabt? The Miss? Und das ist wieder aufgekommen dann. Das ist wieder, weil er dachte, der wäre weg. Der ist nicht mehr da und hat ihn dann wieder gesehen. Und deswegen hat er bei Dings nicht darüber reden wollen. Der wollte darüber nicht sprechen. Der sah die ganze Zeit so aus, als hätte er einen Geist gesehen. Die ganze Zeit. Denke Strowman könnte die... Was? Jetzt achte mal bitte. Ich lese zwei Nachrichten. Ich denke Strowman... Ich lese Baule seine Nachricht, aber nur den ersten Satz und den zweiten Satz von Sleeve oder drunter. Denke, Strowman könnte die Puppe im Kinderbett von Mr. Sehr gut! Jawohl! Denke, Strowman könnte die Puppe im Kinderbett von The Mist sein. Läuft doch! Ich bin auch dafür. Baule, Sleeve, ihr habt das System geknackt. Ich gehe auch. Strowman wird auf jeden Fall die Puppe im Kinderbett sein. Bin dabei. Ist dir schon aufgefallen, dass Loomis und Wyatt dieselben Handschuhe... Ja, aber Wyatt nur im Fiend. Loomis trägt die Handschuhe schon immer eigentlich. Der hat die schon immer. Aber ich bin sehr gespannt. Bei Strowman könnte ich mir auch vorstellen, dass er gegen Walter gestellt wird. Aber ich sage auch, da muss sich Strowman hinlegen. Also nicht, dass das passieren wird, aber wenn, aus meiner Sicht, Strowman muss sich da hinlegen. Oder aber... Wobei, ich weiß halt nicht, ob Strowman lange da ist. Maybe gib ihm den Intercontinental-Titel und stell Imperium gegen Bloodthings. Ja, oder Lashley. Lashley ist auch noch da. Schade, ich hätte mal gern deine Meinung. Bin gar nicht mehr in WWE drin. War 10 Jahre großer Fan. Lohnt es sich wieder. Ich habe auch eine ganze Zeit lang immer mal wieder nur reingeguckt. Und dann wurden halt so meine Favorites oder einige meiner Favorites alle reihenweise entlassen. Ich habe dann alles nicht mehr gerafft. Diese ganzen Schnulzen-Stories da mit alle verlieben sich, alle heiraten und das im Ring rumgehüpfe da und so. Das war mir alles zu viel und zu blöd. Aber jetzt gerade geht das wieder alles in die richtige Richtung. Auch die Promos werden ein bisschen dreckiger, ein bisschen ekliger und so. Ich mag sowas einfach mehr, ne? AEW ist doch auch super. Safe ist AEW auch stark. Wisst ihr, was mein Problem bei AEW ist? Ich habe manchmal das Gefühl, das ist einfach nur so ein Spot-Festival. Das ist mein großes Problem bei AEW. Ich gucke mir das auch gerne an, je nachdem, wer gegeneinander wrestelt. Aber manchmal kriege ich so ein bisschen das Gefühl, als wenn nur so ein Spot nach dem Spot, nach dem Spot, nach dem Spot, nach dem Spot und noch einen Spot und der Pin ist auch ein Spot und der Ringrichter spottet auch nochmal den Pin. Das ist mir manchmal ein bisschen too much. So, für mich beste Beispiel zum Beispiel, wo einige sagen, super geil gemacht und ich mir auch schon wieder denke, viel zu viel, das ist zu viel. Das CM Punk-Dingen, wo er dann auf einmal da in Chicago und nein, ich mach nicht mehr und dann und am Ende, yeah, wo ich mir denke, das ist mir zu viel Wichtiggetue gewesen irgendwie. Die Reden von CM Punk waren legendär.
Ja, manche ja, aber bei AEW, also ich war früher auch wirklich Punk-Fan, bei AEW bin ich's nicht, wirklich nicht. Mir gefällt halt einfach nicht, was der da macht. Ich finde, in den Matches muss der gefühlt immer von seinem Kontrahenten durchgezogen werden. Also ist nur meine Meinung. Ich bin kein CM Punk-Fan bei AEW. Die Rückkehr und keine Ahnung was war super nice von der Stimmung her auch. Das geht auch auf die Crowd, ja. Super nice. Dann diese Sticheln gegen WWE und so. Passt alles, kannst du alles so machen. Aber hinten raus, das kriegt für mich alles so den Touch. Ich muss immer noch was besser haben als die anderen hier. Und gleichzeitig sagt er, ey, ich bin hier, um die Jungen nach vorne zu bringen. Das macht mir nicht den Anschein. Das ist so ein bisschen mein Problem mit CM Punk. Aber trotzdem ist AEW ein absolut nices Produkt, darüber brauchen wir nicht zu reden. Aber das sind so ein bisschen meine Probleme, die ich mit dem Brand habe. Dass manche Matches einfach gefühlt nur Spot-Festivals sind und Spots ja eigentlich dafür da sind, einen Moment zu kreieren. Und da wirkt dann einfach so selbstverständlich alles. Da geht so ein bisschen das OMG so, weißt du? What the fuck, was passiert jetzt? Da ist da so irgendwie Standard. Und wenn du alles immer wieder abspulst, wird es irgendwann normal und dann hast du dich schnell satt gesehen, ne? Also dieser abschließende Clash of the Castle, ich fand's okay, das Ende hat's mir versaut, da hätte man abschalten sollen. Das Gesinge hat für mich den ganzen Flair, weiß ich nicht. Da hat mir das bei Sheamus wesentlich besser gefallen, wo der noch am Ende im Ring stand und applaudiert worden ist und gefeiert worden ist. Das reicht. Ich brauche da nicht noch einen Tyson Fury oder wie sie da alle heißen, den Boxer da, der da in den Ring kommt und da auch noch anfängt zu singen und... Ja, Bruder. Also, wenn ich mir ein Musical angucken will, dann gehe ich irgendwo in eine Schule und gucke mir da an, wie sie da eine Schulaufführung haben oder weiß ich nie was. Oder gehe auf ein Konzert. Das habe ich aber damals schon nicht bei Kane gefühlt, wo der da angefangen hat, Breakdance zu machen. Also, ganz schwieriger Hase. Aber ich finde, die sind auf einem guten Weg gerade. Bin gespannt, was noch passieren wird. Wird sehr interessant werden, denke ich, die nächsten Wochen und Tage. Und in diesem Sinne, tobt euch hier sehr, sehr gerne aus auf dem Highlight-Kanal in Diskussion. Gefällt mir gut. Läuft. Du sollst auch gegen Fury finden. Ja, wie gesagt. Ich glaube, Kieran Cross. Weil ich glaube nicht, dass die den direkt auf Reigns ansetzen. Kann ich mir nicht vorstellen. Zumal dann auch irgendwo Heel gegen Heel ist. Kann man mal machen, aber da... Weiß ich nicht.